Und da sind wir auch schon wieder zurück. Seid gegrüßt, ihr lieben Western-Freunde da draußen. Wir machen weiter mit Above Snakes. Wer hätte es gedacht? Das erste, was wir mal eben machen, ist hier wieder ein bisschen was anpflanzen. Ne? Ein paar Möhren. Weizen brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Was haben wir noch? Wüstensalbei wäre, glaube ich, ganz gut. So, machen wir mal zwei von. Zack. Dann hier ein paar Winterbeeren. Und Karotten. So, dann können wir direkt auch wässern. Zack. Und wenn wir gleich fertig sind, wird es wahrscheinlich wieder dunkel sein. Das heißt, wir können dann direkt schlafen gehen und mit einem neuen Tag starten. Das sollte ja eigentlich funktionieren. So. Guck mal, haben wir das schon erledigt? Jetzt brauchen wir noch was für den Magen. Hm, wir haben hier noch Bohnen in der Dose. Die können wir ruhig mal verwerten. Und dann können wir auch noch mal was trinken. So, machen wir uns satt. Ja, guck mal. Sind wir gut drauf wieder. Dann hauen wir uns hier hin, schlafen. Beenden quasi den Tag. Und dann wollen wir gleich mal gucken, ob wir mit unserer Quest vorankommen. Denn wir müssen den Friedhof finden. Und bei dem Friedhof weiß ich aktuell nicht. Okay, wir haben nur das Gefängnis. Okay. Aha, hier. Canyon. Mhm, Canyon. Bergwerkbahn. Bergwerkbahn Ende. Okay, ich würde erstmal das Gefängnis platzieren und die Bahn später machen. Guck mal hier. Gefängnis, ja, machen wir hier hin. Jail. Das sieht ja lustig aus. Okay. Müssen wir sonst noch was erledigen, gerade auf die Schnelle? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube... Warte mal, was sagt denn unser Inventar? Ressourcen sind voll. Stimmt, ich wollte mir noch Pfeile machen, ne? Und wir... Ah, ja. Warte mal, wir können doch das neue Gewehr machen. Da war doch was. Da. Bauplan. Der Falke. Winchester. Kann ich das schon so herstellen oder muss ich das bei ihm machen? Guck mal, kann ich gar nicht, ne? Okay. Muss ich mal eben auch an die Werkbank gucken. Ich glaube, das muss ich bei ihm machen. Ja, ist kein Problem. Dann reisen wir rüber. Bei dem Jeb war es, glaube ich. Corpse Creek. Und dann gucken wir mal, ob er da was für uns hat. So. Muss ich das hier vielleicht... Entzünden Kohle. Mhm. Ah ja, Büchsenmacher. Verstehe. So. Dann wollen wir Federn und Silberbahn. Polierte Winchester. Rostige Remington. Ich glaube, wir nehmen die hier. Polierte Winchester. Geil. Hier können wir aufmachen. Das gibt Fell. Was ist das hier? Amboss. Okay, uns fehlt Schwarzpulver. Können wir bestimmt bei ihm kaufen, oder? Guck mal, Dachziegel kann man auch machen. Aha. Okay, warte mal. Ich frage ihn mal. Hm. Waren durchstöbern. Ja, er hat Schwarzpulver. Können wir kaufen für 20.
Aber erstmal verkaufen wir wieder. Hier Blechdosen. Teller, Fischöl. Kann er alles haben. Hufeisen. Die bringen voll viel Geld, ne? Die Hufeisen. Schlüssel nicht. Bogen. Bogensehne. Nee. Tierschädel. Kann man nicht verkaufen. Okay. Wir kaufen Schwarzpulver. Und unser Rucksack ist voll. Ach so. Ja, weil das unter Ressourcen läuft. Okay, müssen wir ihm mal irgendwas von unseren Ressourcen verkaufen. Dann kriegt er von uns Lehm. So. Jetzt haben wir auch genug Schwarzpulver. Und jetzt müssten wir uns rein theoretisch die Munition craften können. Oder? Verschiedenes. Ach so, hier. Handarbeit, da. Zack. 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 Jo, da ist der Rucksack voll. Können wir alles nicht nehmen. Ach, Kacke. Hätte ich mal vorher machen sollen. Mein Fehler. Und läuft das unter Ressourcen oder was? Da kann ich jetzt ja wieder... Ach, hier. Unter Dingens. Alles klar. Rostige Remington. Und wir haben jetzt die polierte Winchester. Das heißt, die können wir verkaufen. So, jetzt haben wir aber genug Gewehrmunition. So, dann werden wir die nochmal ausrüsten. So, perfekt. Perfekt. So, dann schauen wir uns um. Und gehen mal Richtung Gefängnis. Das müsste ja rein theoretisch... Ja, hier. Wen haben wir denn da? Der Deputy. Er ist weg, er ist weg. Oh nein, ich bin ganz allein. Sag hallo. Hallo. Oh, hallo. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Ich brauche Hilfe. Können Sie mir bei einer sehr wichtigen Gesetzesangelegenheit helfen? Frag ihn, was passiert ist. Mein Boss, Sheriff Sharp, er ist verschwunden. Er ist losgezogen, um eins dieser Dinge zu untersuchen. Und nun, ja, frage ihn, ob es ihm gut geht. Es tut mir leid. Er hustet und versucht, seine Fassung zu bewahren. Sie haben ihn gepackt, Miss, und haben ihn auf den Friedhof geschleppt. Ich bin nur ganz knapp davongekommen. Frage ihn, warum er ihn nicht suchen geht. Ist es nicht Ihre Aufgabe als Deputy, ihn zu finden? Ja, natürlich, ich würde ihn ja suchen, aber ich muss dafür sorgen, dass das Büro des Sheriffs für andere Menschen in Not offen bleibt. Frage ihn, wie du helfen kannst. Können Sie nicht hingehen und ihn suchen? Wie ich schon sagte, es ist sehr wichtig. Frage ihn, wo der Vorfall passiert ist. Wo wurde der Sheriff angegriffen? Es ist direkt hinter der Stadt passiert, in der Nähe des Friedhofs. Ich würde hier hingehen und ihn retten, aber wie gesagt, ich habe sehr wichtige Pflichten als Deputy zu erfüllen. Danke, dass Sie dafür gesorgt haben, dass es ihm gut geht. Okay. Der verschollene Sheriff. Sein Deputy erzählte mir, dass Sheriff Sharp von einer Gruppe verlorener Seelen geschnappt und in Richtung des Friedhofs von Corpse Creek gezerrt wurde. Ich muss ihn finden und schauen, ob es ihm gut geht. Machen wir. So. Kartografietisch. Okay, was hat er noch? Frage nach der verlorenen Seele draußen. Warum ist eine verlorene Seele im Käfig des Wagens draußen gefangen? Oh, Sie haben es gesehen, was? Schwer zu übersehen, denke ich. Es ist
trieb sich schon seit einiger Zeit in der Nähe des Handelsposten der Browns herum. Aber dann stolperte es für einen Moment in unseren kaputten Gefängniswagen. Jemand muss die Tür ganz schnell geschlossen haben. Denn als ich aus dem Fenster schaute, war es eingeschlossen. Erinnert er sie nicht auch an jemanden? Frage ihn, an wen es ihn erinnert. Nun, es erinnert mich ein bisschen an die Mutter der Gebrüder Brown. Wissen Sie noch gleich? Aber das kann nicht stimmen, ich muss mich täuschen. Aber wie ich schon sagte, können Sie mir in einer sehr wichtigen Angelegenheit helfen? Ja, okay. Das stimmt sogar. Entscheide über Ihr Schicksal. Die verlorene Seele im Gefängniswagen in Corpse Creek erinnert den Deputy an Tara Brown, die Mutter der Brown-Brüder. Könnte es sie wirklich sein? Ich muss mit den Brown-Brüdern sprechen, um zu klären, was wir mit ihr machen sollen. Oder ich nehme die Sache selbst in die Hand. Nein, das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Totes Pferd. Guck mal. Trading Post, hier wird wahrscheinlich keiner mehr sein, ne? Nee. Ich will gar nicht wissen, was der Hund da gerade mit dem toten Pferd macht. Das sieht irgendwie lustig aus. Hier liegt Draht. Plumps Klo. Nichts drin, okay. Mal eben gucken, was das für ein Stein ist. Das wird wahrscheinlich... Ja, normale Steine. Okay. Kiste. Leben. Okay. Öffnen Gefängnisschlüssel. Nee, das machen wir nicht. Hier sind wieder Kisten. Schlüssel. Buch. Rucksack voll, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Brown-Brüdern. Wir müssen sowieso nach Hause wegen dem Kartografietisch. Ich denke, das bietet sich gerade an. So, einmal nach Hause. Jawohl, und dann warten wir, bis ein neuer Tag beginnt. Aber erstmal hier, guck mal, da brauchen wir wieder Bronzebarren. Friedhof von Corpse Creek, okay. Und Holz brauchen wir auch. Nichts gefunden. Amboss. Können wir irgendwas herstellen? Nee. Gut, dann legen wir uns erstmal ins Bett. Schlafen eine Runde. Denn im Dunkeln arbeiten ist doof. Sehr gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Durst. Und Hunger. Zack. Sehr schön. So, dann ernt mal wieder ab hier. Wilde Möhre. Wüstensalbei. Noch mehr Salbei. Winterbeere. So, und dann gehen wir mal eben zur Kiste. Oder, warte mal. Ja, wir gehen zur Kiste. So. Und verlagern mal eben ein paar Sachen. Hier die ganzen Bretter. Stapel verschieben. Das geht auch rüber. Die geben wir rüber. Das kann rüber. Leben kann rüber. Ja. Sehr gut. Haben wir auch wieder Platz im Inventar. Ich vergesse das immer, Inventar leer zu machen. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. So. Sehr gut. Dann machen wir das Ding mal an hier. So, Eisenbarren, Bronzebarren. Okay, uns fehlt 10 Erz. Alles klar.
gehen wir hier drüben eben hin. Wir haben ja alles vor der Tür quasi. Und dann hauen wir das hier weg. So, einmal rübergerannt. Angeln machen wir gleich auch nochmal. Da, Wasser schöpfen. Jawohl, mach voll die Taschen. Holen wir heute 4 raus, anscheinend. So. Mal sehen, ob die Fische gut beißen heute. Metallschrott. Metallschrott. Okay, da haben wir schon mal kein Glück. Angeln wir hier nochmal. Ah, ein Wels. Sehr schön. Und noch einer. Super. So, dann wollen wir die doch gleich mal ausnehmen, bevor ich das vergesse. Jawohl, guckt euch das an. Perfekt. Mal wieder ein bisschen was zu futtern. So, Blaubeeren nehmen wir auch mit. Jawohl, perfekt. So, Schmelze ist wahrscheinlich wieder aus, weil ich zu lange gebraucht habe. Bronzebarren. Machen wir gleich ein paar mehr. Jawohl. Sehr schön. So, dann hier nochmal. Lecker Futter machen. Und das Trinken machen wir auch. Yes. So, und jetzt gibt es erstmal was zwischen die Zähne. So, und da haben wir jetzt auch wieder Energie. So, dann können wir den Friedhof erforschen. Oder entdecken, vielmehr. Zack. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wo wir den hinmachen. Ich glaube, hinterm Gefängnis ist ganz gut. Ja. Sehr schön. So, dann machen wir nochmal hier eine Anpflanz-Action. Wüstensalbei. Möhren. Die Möhren sind echt wichtig fürs Schnellreisen. Winterbeere. Und nochmal Winterbeere. So. Dann einmal wässern. So. Jawohl. Ist das auch fertig? So, und bei unserem Häuschen bin ich immer noch im Zwiespalt, ob wir das so lassen oder ob wir das nochmal umbauen. Ich habe mich noch nicht entschieden.
So, aber wir gehen mal eben noch schnell rüber zu den Browns. Hallo, es ist schön, dich wiederzusehen. Wie ist es dir ergangen? Erzähle ihm von Tara Brown. Mir geht es gut, aber ich habe schlechte Nachrichten. Eure Mutter scheint sich in eine verlorene Seele verwandelt zu haben. Oh nein, dann ist es also wirklich wahr. Er schluchzt einen Moment lang unkontrolliert. Oje, oje, was ist nur aus dieser Welt geworden? Unsere liebe alte Mutter Tara. Wie hat sie ausgesehen? War es schlimm? Ja, war nicht so schlimm. Es war nicht so schlimm. Irgendwie sah sie noch immer wie eure Mutter aus. Naja, das ist gut zu hören, denke ich. Aber sie hat sich doch verändert, oder? Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Du hast sie doch gesehen. Hast du einen Rat für uns? Den Rat, sie zu töten. Du solltest akzeptieren, dass deine Mutter bereits tot ist. Wir sollten das, was noch von ihr übrig ist, töten. Oh Gott, das ist das Schwerste, was man tun kann. Aber vielleicht hast du ja recht. Hast du das gehört, Bruder? Sie ist nicht mehr unsere Mutter. Aber wir bringen es nicht übers Herz, unsere eigene Mutter zu töten. Würdest du es für uns tun, Ayana? Ja, mach ich. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Nachdem es vollbracht ist, sollten dorthin zurückkehren und sicher gehen, dass die Luft rein ist. Ihre Überreste begraben und uns wieder niederlassen. Okay. Töte Tara Brown. Ich habe beschlossen, Tara Brown für die Brown-Brüder zu töten. Jetzt können sie sich wieder in Corpse Creek niederlassen. Yo. Yo, yo, yo. Schwierige Zeiten, Freunde. Schwierige Zeiten. Gut. Dann satteln wir unser Pferd. Ach, jetzt bin ich zu... Oh, ich bin zu doof. Mich verklickt. Einmal um Block geritten. So. Okay, Gefängnisschlüssel. Warte mal, muss ich mit ihm reden vielleicht? Nee. Die Frage ist nur, wie ich das aufkriege hier. Muss ich ihm da... Warte mal. Nee. Ich muss sie rauslassen. Und dazu brauche ich den Schlüssel. Und den Schlüssel werde ich wahrscheinlich nur kriegen... wenn ich dem hier helfe, ne? Ja, gut. Dann hat sie noch ein bisschen Zeit. Okay, ist schon wieder dunkel. Aber wir ziehen das durch. Okay, alle tot, so wie es aussieht. Plündern. Knochen. Ist das der Deputy hier, oder? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, da wird es auch schon wieder hell. Grabinschrift lesen. In liebenden Gedanken an Mary, Mutter von Ayana. Oh. Runner's Rum. Gefängnisschlüssel, ja, das war der Deputy. Grab untersuchen. Oh, nicht durch. Oh. Stormlead 86. Okay. Oh! Boah, da habe ich mich gerade erschrocken. Grab durchsuchen.
Knochen. Okay, ich muss damit aufhören, sonst habe ich gleich keine... Kein Geist mehr. So. Dann holen wir Terra raus. So. Ne, plündern tun wir die nicht. Wow. Wow, 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 wow. Deputy. Oh, hallo nochmal. Erzähl ihm, was mit dem Sheriff passiert ist. Es tut mir leid, Ihnen das zu sagen, aber der Sheriff hat sich in eine verlorene Seele verwandelt. Oh nein, Sheriff Sharp, willst du damit sagen, dass er nun komplett von uns gegangen ist? Weg, also richtig weg, für immer? Sage ihm, dass er jetzt der neue Sheriff ist. Ja, er ist weg. Also sind die jetzt wohl der neue Sheriff. Oh nein, ich bin ein Deputy, kein Sheriff. Oh nein. Aber ein Deputy braucht einen Boss. Was tun wir? Ich hab's. Sie sollten einen neuen Sheriff finden. Aber wo findet man so jemanden? Hm. Vielleicht hat unser Bürgermeister eine Idee. Könnten Sie ihn fragen? Er wohnt in dem großen Herrenhaus in der Stadt. Das größte Haus in der Gegend. Sie können es nicht verfehlen. Ich werde hierbleiben. Ich muss mich um wichtige Deputy-Angelegenheiten kümmern. Verstehen Sie? Aber hey, anscheinend habe ich meine Manieren vergessen. Ich habe Ihnen nicht einmal gedankt. Das Büro des Sheriffs steht Ihnen in Ihrer Schuld, Fräulein. Danke für all Ihre Hilfe. Ja. So, jetzt können wir hier die Zellen auch durchsuchen. Feder. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Würde ich sagen, reisen wir erstmal nach Hause. Und dann kümmern wir uns um... Na, wo ist denn mein Pferd? Dann kümmern wir uns um neue Aufgaben. So. Obwohl, warte mal, ich brauche garantiert... Ich brauche garantiert wieder Kupfer, ne? Für neue Weltstücke. Und eine neue Rüstung könnten wir uns auch mal machen. Habe ich auch noch nicht. Hatten ja in der letzten Folge das Rezept schon bekommen. Hauptquartier der Minengesellschaft. Okay, so wie es aussieht, gibt es gerade aktuell kein Kupfer. Warte mal, ich zoome mal ein bisschen raus. Nee. Hier liegt nichts rum. Das ist doof. Ja gut, dann... Dann laufen wir nach Hause. Oder hier zum Dingens. Rein theoretisch müsste ja hier der Wüstenhändler sein. Oder? Mal gucken. Handelsposten. Ja, gut, laufen wir dahin. Das geht auch. Und dann reiten wir von da. Ausdauer verbessert, 45. Klasse. So, Pferd. Zack. So, und dann gehen wir noch zu den Brown-Brüdern rüber und sagen Bescheid, dass wir uns um Terra gekümmert haben. Okay, geht nicht. Nee. Okay, dann halt nicht. Ich muss die wahrscheinlich erst noch plündern und die Überreste dann hinbringen, ne? Irgendwie so wird das sein. Aber ist okay. Gut, da würde ich sagen, haben wir sehr, sehr viel Story heute gehabt. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir machen hier jetzt wieder ein kleines Päuschen. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit einer neuen Runde Above Snakes. Meine lieben Freunde, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne, macht's gut.
Und wie immer, tschö mit Ö.